Corona-Impfpflicht für das Pflegepersonal droht zusätzlich hier auch noch eine Kündigungswelle. All diese Themen beleuchte ich im aktuellen YouTube-Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherschutzkanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir das Video gefallen, lass bitte ein Abo da und schau dir das Video auch bitte bis zum Ende an. Nun ist es beschlossen, wir haben die erste Impfpflicht wahrscheinlich ab Mitte März. Bundestag und Bundesrat haben beschlossen, dass eine allgemeine Impfpflicht für das Pflegepersonal, also für alle, die im Gesundheitswesen arbeiten, umgesetzt werden soll. Hier soll vor allen Dingen dagegen gewirkt werden, dass die besonders gefährdete Berufsgruppe der älteren Menschen und der kranken Menschen nochmal gefährdet werden durch das Pflegepersonal. Deswegen sei hier eine allgemeine Impfpflicht der Lösungsweg. Ich halte das juristisch für mehr als bedenklich, denn wir haben hier ja den Eingriff in die körperliche Unversehrtheit mit Impfstoffen, die nur kurzfristig getestet werden konnten. Es ist bislang nicht klar, wie hoch ist der tatsächliche Selbstschutz der Geimpften. Wir haben jetzt doch einiges an Impfdurchbrüchen. Und wenn man geimpft ist, kann man ja wohl trotzdem Infektionsträger sein. Deswegen ist die Frage, ob wir hier überhaupt ein geeignetes Mittel haben. Denn mittlerweile gibt es auch viele, die doppelt geimpft sind und vielleicht sogar geboostert sind und trotzdem das Coronavirus in sich tragen aufgrund der gesamten Virusmutation. Daher stellt sich schon juristisch die Frage nach der Eignung. Das müssen allerdings Wissenschaftler hier beantworten. Da aber der neue Corona-Expertenrat sich jetzt auch schon uneinig ist mit dem Datenlieferant des Robert-Koch-Instituts, wage ich zu behaupten, dass es eben keine wissenschaftliche valide Datenbasis gibt, um genau solche Entscheidungen medizinisch zu treffen und dann eben auch juristisch umzusetzen. Darüber hinaus würde meines Erachtens diese Impfpflicht auch an der Erforderlichkeit scheitern, denn wir haben mildere Mittel als die Impfpflicht. Man könnte ein dauerhaftes Testverfahren einführen, denn maßgeblich müsste nicht sein, wer geimpft ist, sondern maßgeblicher Parameter müsste sein, wer gesund ist. Und das kann man eben mit Testungen wirksam nachvollziehen. Wenn aber eine solche Impfpflicht nun konstatiert wird, dann dürfte dies arbeitsrechtlich auch einen Kündigungsgrund darstellen, wenn jemand sich nicht impfen lässt, denn dann hätten wir einen sogenannten personenbedingten Kündigungsgrund, dann würde zuerst abgemahnt werden, es würde eine Frist gesetzt und wenn dann immer eine Impfung nicht nachgewiesen werden kann, dann könnte ein personenbedingter Kündigungsgrund vorliegen. Arbeitsrechtlich könnte das dann auch natürlich auch noch zu einer Kündigungsschutzverhandlung führen, innerhalb derer dann die gekündigten Pflegekräfte vielleicht noch eine Abfindungszahlung erhalten könnten. All dies steht aber in den Sternen, weil das natürlich auch arbeitsrechtlich absolutes Neuland ist. Es droht jedenfalls eine Riesenkündigungswelle im Gesundheitssektor und das ist ja das eigentliche Problem der Überlastung des Gesundheitssektors, weil wir viel zu wenig Pflegekräfte haben und Kräfte im Gesundheitswesen, die meistens auch dürftig bezahlt werden und viel leisten müssen und wenn dann jetzt noch eine Menge gekündigt werden oder vielleicht sogar von selber gehen, weil sie sich nicht impfen lassen wollen, dann haben wir hier wirklich eine fatale Situation in der Pflegeindustrie, in der Pflegebranche und das läuft dann wirklich vielleicht auf ein Katastrophenszenario zu. Ich hoffe, ich behalte hier Unrecht. Ich bin normalerweise immer optimistisch und blicke auch so in die Zukunft. Ich denke aber, das kann ja eine Kettenreaktion geben, die bisher nicht bedacht wurde. Wir sehen uns aber wie immer vor Gericht.